Hi, mein Name ist Inge Rehak und heute geht es um die 7 Gründe, die dich daran hindern, in deiner Medialität als Medium sicher zu sein, sicher und selbstbewusst zu sein. Okay, lass uns gleich loslegen. Grund Nummer 1, wenig überraschend, deine eigenen Zweifel. Also wenn du permanent an deinen Fähigkeiten zweifelst, an der geistigen Welt zweifelst, an der Präsenz, an den Botschaften, an dir, an der ganzen Welt, dann fühlst du dich selbstverständlich nicht sicher in deiner Medialität. Und wenn du dich nicht sicher fühlst, das ist ja die Sache, dann kannst du dich auch nicht gut weiterentwickeln. Dann kannst du auch nicht gut besser werden. Dann kannst du nicht gut deine Fähigkeiten weiter und weiterentwickeln, Neues hinzulernen, ausdehnen. Ja, all das, was wir wollen, damit bist du dir dann im Weg. Deshalb ist Sicherheit so ein wichtiges Thema. Der zweite Grund, der dich davon abhält, dich richtig sicher und selbstbewusst zu fühlen als Medium, ist von außen. Und zwar die Sorgen deiner Mitmenschen. Ist das wohl gut für dich? Ist das nicht riskant? Worauf lässt du dich da ein? Oder auch die Ablehnung. Mach das nicht, das passt nicht zu dir, du bist ja verrückt. Was sagt das über dich aus? Was sagt das über unsere Familie aus? Ich schäme mich dafür, wenn du das machst. Ja? Also die Sorge und Ablehnung der Menschen um dich lässt dich natürlich unsicher sein in deiner Medialität. Und in dem Bereich kann das sogar sehr intensiv sein. Manche erleben das sehr intensiv. Deshalb ist auch hier mein Tipp selbstverständlich, achte darauf, mit wem du drüber sprichst. Ja? Du kannst es schon ein bisschen einschätzen, wie steht der Mensch diesem Thema gegenüber und wie viel, wie weit, ob überhaupt will ich diesen Weg, dieses Interesse mit demjenigen teilen. Wenn du Medialität als Beruf gewählt hast, bist du damit eh schon relativ stark in der Öffentlichkeit. Grund Nummer 3, warum du dich unsicher fühlst, ist die Erfahrung von Misserfolgen. Das heißt, es hat schon mal nicht geklappt. Da hat sich schon mal gezeigt, das war nicht gut, das war nicht richtig. Da hast du dich vielleicht geschämt, da warst du vielleicht mit dir unzufrieden. Einfach Dinge, die du selbst als Misserfolge erlebt hast, lassen dich wackelig sein in deiner Medialität. Ja? Also wenn du dich schlecht fühlst, weil du das und das nicht geschafft hast, nicht gut genug geschafft hast, deiner Meinung nach falsch war und so weiter, lassen dich sehr unsicher sein. Das waren die ersten 3 Punkte. Punkt 4, ich kann es nicht zeigen. 4 und 5, so geht's. Tralala, 4 und 5 gehören so ein bisschen zusammen. Ja, die will ich miteinander verbinden. Denn Punkt Nummer 4 sind deine früheren Leben. Was hast du in früheren Leben erlebt in Bezug auf Medialität? Lass es uns ein bisschen weiter anschauen in Bezug auch auf Heilfähigkeiten, auf vielleicht Wahrsagerei, in Bezug auf Energiearbeit. Ja? Wenn wir das so ein bisschen großzügiger zusammennehmen und vielleicht sogar noch die Naturheilkunde dazu nehmen, wenn wir das alles uns anschauen, was war da in deinen früheren Leben? Es kann gut sein, dass du da bestimmte Erfahrungen gemacht hast, dass du dir damals geschworen hast, nie wieder. Zu gefährlich, zu riskant, zu schwierig. Ja? Punkt Nummer 5, ich ziehe es gleich nochmal zusammen. Punkt Nummer 5 sind deine Ahnen, deine Vorfahren. Was haben die erlebt und welche damit verbundene Angst oder Unsicherheit haben sie dir damit weitergegeben? Also was hast du selbst erlebt im früheren Leben und was haben deine Ahnen früher erlebt und du musst es nicht wissen oder kennen. Ja? Aber es ist gut, dass du dir darüber klar wirst, dass das auch ein ausschlaggebender Punkt sein kann, mit großer Wahrscheinlichkeit sogar, dass das auf dich einwirkt, auf dein jetziges Mediumsein, auf deine jetzige Medialität, dass dich all das bremst in deinem Vorankommen. Was kann da gewesen sein im früheren Leben oder bei deinen Ahnen? Da kann gewesen sein Zurückweisung, Ausgrenzung, ausgeschlossen werden von der Gesellschaft.
dann Stichwort Hexenverbrennungen, ja, verurteilt werden, gefoltert, gequält, eingesperrt werden. Und es kann auch sein, als letzten Punkt hier, dass du in früheren Leben oder deine Vorfahren mit diesen Kräften, mit den Energien einen Missbrauch gelebt haben. Also die Kräfte missbraucht haben für eigene Zwecke, für manipulative Zwecke und so weiter. Auch das wirkt sich jetzt bremsend aus, als fehlende Sicherheit. Fehlende Sicherheit ist gleich bremst dich in deinem Vorankommen als Medium. Ja? Frühere Leben ahnen, nehmen wir ein bisschen zusammen, weil die Hintergründe sind Abgrenzung, Zurückweisung, eingesperrt werden, gefoltert werden, verbrannt werden, ausgegrenzt werden, aus der Gesellschaft vertrieben werden und so weiter. Natürlich fühlt sich das dann in deinem jetzigen Leben nicht sicher an. Logisch, wie denn auch, ja? Wenn diese Energien noch wirken. Punkt Nummer 6, das dich unsicher fühlen lassen kann, ist, wenn du immer das Gefühl hast, alle anderen sind besser als ich. Alle können es besser als ich. Doof. Ja? Wenn du dieses Gefühl hast und wenn du das sehr ernst nimmst in dir und das in dir wirken lässt, naja, wenn du immer glaubst, dass andere besser sind als du, dann fühlst du dich ja nicht gut. Ja, dann hast du nicht das Gefühl, dass du gut bist. Und damit bremst du dich selbst. Und hier noch ein extra Tipp. Es geht ja gar nicht so richtig einfach zu vergleichen, die Medialität. Wer ist jetzt besser, schlechter? Weil jeder einen individuellen Weg hat. Also wenn du dich da vergleichst und den Vergleich gegen dich selbst verwendest, dann hinkt der ohnehin immer. Okay? Das macht keinen Sinn. Lass es lieber gleich bleiben. Und der letzte, der 7. Punkt, ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil beim 7. Punkt geht es darum, dass du deshalb unsicher bist und nicht schneller in deiner medialen Erfolgsleiter hochkletterst, weil du Angst vor deinem eigenen Erfolg hast. Wie bitte? Angst vor meinem eigenen Erfolg? Ja, das gibt's. Das kann bedeuten, dass du Angst hast, wenn ich richtig gut bin, alles so, wie ich es mir wünsche, in meinen Künsten träumen. Was bedeutet das dann für mich? Für mein Leben? In Sachen Verantwortung? In Sachen an die Öffentlichkeit gehen? Was bedeutet es für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Freunde, für meine Kollegen, für meine aktuelle Arbeitssituation, Vorgesetzten, Kollegen, die Karriere, in der ich jetzt bin? Was bedeutet das alles? Das kann Angst machen. Angst vor der Verantwortung, Angst vor der Veränderung. Welche Konsequenzen entstehen daraus? Und als letztes hier, die Angst vor dem Erfolg, da gehört auch oft dazu, was ist, wenn ich das dann auf einmal nicht mehr so gut kann? Was ist, wenn das so ein One-Time-Wonder war, so wie ein Hit von einer Band, die einmal einen super Hit haben und nie wieder? Was ist, wenn alle von mir erwarten, dass ich so gut bin und ich bin es gar nicht? Wie peinlich, wie unangenehm, wie schwierig, wie gehe ich damit um? Das sind diese 7 Punkte, die ich heute zusammengestellt habe für dich, die dich unsicher sein lassen. Schau dir das nochmal an in dir. Womit gehst du in Resonanz? Wo hast du das Gefühl, ja, das ist wirklich stark in mir, daran will ich arbeiten? Und wie kann man damit arbeiten? Wie kann man daran arbeiten? Ich will dich natürlich nicht so im Regen stehen lassen. Du kannst damit arbeiten, indem du nochmal in dich schaust, zuerst mal, was ist es? Und dann schaust, was brauche ich denn dafür? Ist es deinem Gefühl nach so, dass du da alleine dich weiterentwickeln kannst, dass du es alleine lösen kannst? Dann sind mögliche Optionen Meditation. Dann sind mögliche Optionen Gespräche führen, dir dessen nochmal bewusst werden, verschiedene Techniken anwenden, energetische Techniken der Vergebung, des Freigebens. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht so gut alleine damit arbeiten, dann willst du vielleicht 1 oder 2 Heilsitzungen oder Therapiesitzungen buchen, um dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und natürlich ist es immer ratsam in solchen Situationen, dass du übst,
und lernst. Ja. Lernen und üben sind zwei Dinge, die in dieser Sicherheit wahnsinnig viel bewirken können. Und wenn du lernen willst, dann gibt es bei mir Kurse, findest du auf meiner Webseite. Wenn du Ausbildung machen willst, einen Schnupperkurs und so weiter, findest du jede Menge auf meiner Webseite. Und wenn du üben möchtest, dann lade ich dich ein, in unseren Inner Circle zu kommen, den zu buchen. Da haben wir einmal im Monat eine Übungsgruppe, wo du wirklich an deinen medialen Fähigkeiten, an deiner Verbindung zur geistigen Welt, zu deinem geistigen Team gut arbeiten kannst. Und dadurch wächst Sicherheit. Dadurch wachsen nicht nur deine Fähigkeiten, sondern dadurch wächst auch deine Sicherheit. Und wenn du sicherer bist, dann kannst du natürlich dich viel besser entwickeln. Dann kannst du viel mehr wahrnehmen. Denn Sicherheit öffnet den Raum und lässt dich besser wahrnehmen. Das heißt, je sicherer du bist, desto mehr kannst du aus dem schöpfen, was schon da ist an deinen Fähigkeiten, was sich schon entwickelt hat, was du dir schon erarbeitet hast. Also wenn du Lust hast, mit mir in einer tollen Gruppe zu üben, Videocall, komm in den Inner Circle, ich verlinke den, schau dir das an und mach einfach etwas für dich, für deine Sicherheit, für deine Medialität. Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.